In Belgien ist heute Morgen ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Das geschah während einer Karnevalsveranstaltung in dem Ort Trépy-Bragny. 6 Menschen kamen ums Leben, 37 wurden verletzt. Der Fahrer raste mit hoher Geschwindigkeit in eine Gruppe von etwa 100 Personen, wurde danach weiter, bis er abgefangen wurde. Laut Polizei handelt es sich um einen furchtbaren Unfall. Die Staatsanwaltschaft schließt einen terroristischen Hintergrund aus.